Leipzig-Trainer Shiva schickt sein Lokteam mit breiter Brust aufs Feld. 4 Siege in den letzten 5 Spielen machen selbstbewusst. Der Regionalligist in Blau-Gelb mit der ersten Chance. Ciane scheitert an FSV-Keeper Brinkis. Der Leipziger 17-Tore-Stürmer auch Absender des nächsten gefährlichen Kopfballs in der 11. Minute. Diesmal verfehlt der 31-Jährige das Gästetor nur knapp. Der höherklassige Favorit aus Liga 3 braucht eine halbe Stunde für die erste gefährliche Aktion. Zuerst Frick direkt und Nachschuss Gomez. Auch Lok hat mit Dogan einen guten Keeper im Tor. Über 1000 Zwickauer Anhänger mitgereist in die Messestadt. Kurz vor der Pause stockt ihnen der Atem. Ogbidi zündet den Turbo. Wieder auf Ciane, aber Brinkis auf der Linie stark. 0:0 zur Pause. Die zweite Hälfte beginnt, wie die erste endete, mit einer Chance für die Gastgeber. Wieder eingeleitet durch den starken Ogbidi. Nur diesmal ist der Ball drin. Pieplitzer mit der Hacke. Klasse Vorarbeit von Ogbidi und Pieplitzer dann mit ganz feinem Füßchen. Brinkis per Hacke getunnelt. Der Regionalligist führt 1:0 und das nicht unverdient. 6.300 Zuschauer sehen weiterhin keinen Klassenunterschied. Zwickau harmlos. Lok stürmt mit 1:0 ins Finale. Ogbidi vergibt die letzte Chance. Also wirklich unser Ding, den Drittligisten aufgezwungen und durchgebracht. Und das ist das, worauf ich, stolz ist ein großes Wort, muss man einfach sagen. Aber die Jungs sind einfach top. Nach dem Tor, ich kann mich an keine Chance für uns erinnern, war einfach zu wenig. Dann bist du auch zu Recht draußen. Zwickau ausgeschieden im Halbfinale. Lok Leipzig spielt am 3. Juni im Sachsen-Pokalfinale gegen den Chemnitzer FC.